ist Halloween. Zeit angestellt, nie Prämien. Hatte einen Abschluss im Strafrecht, hat die Biografie des Innenministers online gekauft, wurde wegen Pechsträhne interviewt. Okay. Ah, ja, dann mache ich doch lieber das, weil die andere ist ja, die ist ja doof. Die andere ist ja doof. Der Leopard ist cool. Ja, aber ich wollte jetzt nicht die Sonderdinger nehmen. Also die jetzt über die Gold Edition mit drin sind, weil damit ich ja völlig overpowered. Und ich habe halt Permadeath an. Also sind die tot, bleiben die tot. Bin so gespannt auf Bioshock. Hab bisher echt Gutes gehört. Es ist auch gut. Hui. What the shit? Den habe ich auf der Straße aufgelesen. Ich habe vorher meinen süßen Cyberpunk ausgepackt. Dessen Englisch verstehe ich zwar nicht, aber er ist cool. Oh, G-Man ist wieder da. G-Man ist schon die ganze Zeit wieder da. Was, Schuhe, liest du denn nie im Chat? Dubi, 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 du. Guckt euch das an. So geil. Aber ich finde, das Fahren ist echt angenehmer. Mehr unterstrich, Schuhe. Erzähl nichts, der war weg. Ja, aber er ist schon bestimmt seit 20 Minuten, einer halben Stunde wieder da. Warte, ich kann es dir genau sagen, wann er das letzte Mal wieder geschrieben hat. Er war um 18.49 Uhr weg und dann ist er um 21.46 Uhr wiedergekommen. Also vor genau 2 Minuten. Ups. Also, sage ich doch. Trinke gerade Gin Tonic. Boah, ist nicht so meins. Aha. Vielleicht doch, der ist schon voll lange wieder da. Ganze 3 Minuten. Wie war das mit dem Goldfisch? Hui! 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 Will ich noch sehen. In Bioshock Infinite können wir auf jeden Fall auch noch spielen. Auch super geil. Aber morgen gibt es erstmal den ersten Bioshock. Listen. We're in luck. There's a crate of forged biometric passports in the boot of a delivery vehicle on the premises. Listen. Du Mörder. Nee, fahren kann ich nicht. Sorry. That's the vehicle you're looking for there. Ja, ja, aber ich will erstmal ganz kurz. Wow, wer bist denn du? Hab ich dich gerade gestört? Safe. Aber guck mal, wie niedlich er jetzt einfach ist. Ich habe aus Versehen den Penner geweckt, das tut mir leid. Hier ist doch jetzt auch noch irgendwas, ne? Hä? Hi. Ich hoffe, in der Arbeit ist besser. In der Unterstrichverschule. Wenn du ja nicht so selten streamen würdest, hätte ich die 1000 Stunden schon voll. Dixie. Tut mir leid, dass ich so selten streame. Aber hier ist doch noch. In den Popo. Bam. Ich renn hier. Bist du? Ah, das sind diese Saves. Okay.
Aber wo ist denn jetzt hier? Ach, da hinten. There better be more. So, nimm mit. Einpacken. Steig ein. I have the vehicle. What do I do now? I'm scanning the passports in the trunk now. Ah, one of them has a 96% facial match to our undocumented person. Selten, sie streamt doch jeden Tag. Ach, nerd. Wo willst du das denn wissen? Ups. That is good work, Bugley. Ich glaube, ich muss mir gleich noch mal was zu essen machen. Ich kriege so langsam Hunger. Boah, wir haben es ja schon 10. Boah, ich liebe diese verwinkelten Straßen, ne? Wobei ich auch sagen muss, ich bin nie in London oder überhaupt, als ich in Großbritannien war, Auto gefahren. Da habe ich mich immer geweigert. Da habe ich mich wirklich jedes Mal geweigert. Ich hätte damals, als ich da gearbeitet habe, hat mein Chef mal gesagt, ja hier, wenn ihr da wegfahren wollt und so, du kannst auch mein Auto haben. Ich so, pff, bestimmt nicht. Ja, aber warum denn nicht? Ich weiß schon, dass wir in Deutschland Rechtsverkehr haben und ihr habt Linksverkehr. Nein. Stimmt nicht. Ja, soll ja nur ein Angebot gewesen sein. Sie denkt auch, ich wäre wieder eine Stunde in ihrem Stream. Ja. Ja, denke ich. Denke ich, denke ich. Oh, wie oft bin ich über... Nee, ich bin nicht über die Brücke bin ich immer gegangen. Hier auf der Seite von London war ich eher... Uah, selten. Wie, 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 wie. Das erste Mal Berlin mit Auto, das war ein Erlebnis. Hab denen erstmal gezeigt, was stur und dreist ist. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich weiß noch, mein Chef hatte irgendwie eine Konferenz in Berlin und ist dann da hingefahren mit dem Auto. Ich so, bist du dir sicher? Du kommst ja überall mit Öffentlichen hin. Ja, ich fahre mit dem Auto. Okay. Und dann hatten wir wegen irgendwas telefoniert und er ist gerade reingefahren. Er so, ah, cool. Ich bin gerade an dem Linksverkehr, nicht Rechtsverkehr. Ja, hier ist Linksverkehr. Auf jeden Fall meinte er dann so, ja, super, ich habe gerade das Ortsschild Berlin passiert. Und daraufhin meinte ich, ja, dann stell dich mal drauf ein, dass du jetzt mindestens noch 20 Minuten quer durch den Wald über die Autobahn fährst, bis du dann wenigstens so ein bisschen in die Stadt kommst. Hä, wieso? Da war doch schon das Schild, dass hier Berlin ist. Ja, du bist auch in Berlin. Und er musste halt, er ist von Westen halt reingefahren und er musste bis zur Friedrichstraße, also nach Mitte und quer durch die Stadt. Er ist verzweifelt und meinte, er fährt nie wieder Auto in Berlin. Ich so, ja, und jetzt stell dir mal vor, du machst da deinen Führerschein. Danach kannst du überall Auto fahren. Außer Landstraße, das kann ich bis heute nicht. Ich kriege da immer Schiss, wenn mir ein LKW entgegenkommt. Oder ein Trecker oder so. Illegal acts will be prosecuted. Ey! Der ist mir hinten reingefahren. Oh, nö, das funktioniert nur mit dem Sub. Das musste ich leider so einstellen. So ist das Leben in Berlin. Ja, das Leben in Berlin ist geil. Jetzt aktuell mit Corona vielleicht nicht so, aber grundsätzlich ist es geil. Hui. Oh, wie lang bin ich hier mal lang gelaufen? Übrigens, Fun Fact, da hinten ist das Churchill Museum, ein Museum über den Zweiten Weltkrieg. Und es ist echt interessant, als Deutsche sich das mal anzugucken. Ich bin einfach durch. Ab und an einfach mit Hupen und Denken, wenn es mich rafft, dann war's das halt. Ja, ist aber auch das Beste, was du machen kannst. Ich kenne noch einen Verkehr, der noch schlimmer ist, und das ist der Berufsverkehr in Frankfurt. Boah, der ist noch schlimmer. So, willkommen am Trafalgar Square.
Beep, 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 beep. Das ist das National Museum, glaube ich, meine ich. Warte mal, da liegt doch was. Ja, warte, 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 da liegt doch was. Mann 1989. Jo. Kannst auch durchmachen bis morgen 13 Uhr. Genau, und dann spiele ich danach noch weiter. Frankfurt geht doch, da bin ich ja mehr oder weniger mit groß geworden. Ja, ich finde den Frankfurter Verkehr halt richtig schlimm. In Frankfurt war ich mal mit Auto und das war noch schlimmer, finde ich, als Köln. In Köln bin ich auch noch nicht, doch, aber nur bis zur Messe. Naja. Trafalgar Square 2. Gesammelter Text-Thread. Ron, hey, WTF. Hast du wirklich geglaubt, niemand würde mitbekommen, wie du mit diesem Faschisten abhängst? Eden, schmeckt die Pizza? Ron, lenk jetzt nicht ab. Eden, was du gesehen hast, war, wie ich sie überzeugt habe, den Lieferanten durchzulassen. Ron, was jeder gesehen hat, war, wie du mit jemandem gelacht hast und als die Tränengas eingesetzt haben. Gesundheit. Eden, Mann, reden hilft bekanntlich. Was soll diese ganze Feindseligkeit, Alter? Wer Hunger hat, sollte nach Hause gehen. Ron, du hast recht. Sorry, ich habe einfach Hunger. Eden, genieß die Pizza. Hm. ja, genau. Genau, genau. Auch Gesundheit von Nerd. Alter, der war ernst gemeint. XD Gesundheit. Und Bashur schreibt nur, Alter, der war ernst gemeint. Gesundheit. Was? Weil der so laut war. Ich hab mich nur zurückgehalten. Er hat sich nur zurückgehalten, das ist richtig. Köln-Deutz und Köln-Innenstadt war ich. Ich eben nur mit dem Auto an der Messe. Warte, ich hol gleich das Auto. Ups! Steig wieder in das Fahrzeug. Ja, mache ich ja gleich. Sekunde. Hacken. Ich finde das auf der einen Seite eigentlich ganz cool, dass man nicht mehr alles hacken kann. Auf der anderen Seite vermisse ich das aber auch ein bisschen. Trafalgar Square 1, Daily Post. Streit im Aktivistenlager von Caitlin Black-Bracton. In der dritten Woche der Proteste am Trafalgar Square scheint die große Maschinerie der Revolution von langsam auseinanderzufallen. Also, willkommen bei Ubisoft-Spielen. Hier ist es manchmal ein bisschen schwierig mit der Satzstellung und der Rechtschreibung. Die Daily Post ist an Textnachrichten zweier Radikaler gelangt, in denen ein Ron jemanden namens Eden dafür verurteilt, mit einer Albion-Wache gesprochen zu haben. Aber nur, weil er Hunger hat. WTF, schrieb Ron. Hast du wirklich geglaubt, niemand würde mitbekommen, wie du mit diesem Faschisten abhängst? Der aggressive Ton, den Ron anschlägt, scheint eine Erklärung für die gewalttätige Auseinandersetzung zu sein, die seit einigen Tagen zwischen den Demonstranten und den Albion-Wachen ausbrechen. Albion wurde zum Schutz der zivilen Infrastruktur und Nationaldenkmäler gerufen, als die Proteste ihre erlaubte Größe überschritten hatten. Lesen Sie weiter den Daily Post für neue Entwicklungen zu dieser Geschichte. Willkommen bei der Bild. Das ist doch wie die Bild. Okay, komm. Müssen zurück zum Auto. Hui! Alles dreckig hier. Wupp, wupp. Ja, sorry. Ich mache ja schon Platz. Schmann 1989. Ron Wesley oder welche Ron? Nee, einfach irgendein Ron. Alles da drin, ne? Aber ich glaube, da kommen wir noch rein. Gehe ich mal ganz fest von aus. Oh, der ist ja doch ganz schön flott. Ah! Hm.
Ron Weasley. Weasley heißt der Gute. Weasley. Wie ein Weasel. Whoa. Oh, nicht drauf geachtet. Mist. Sorry. Ich mach das Auto wieder voll kaputt. Das gehört bestimmt ein Dachdecker, ne? Ach, da. So, bam. Bitteschön. It is done. Good. Now that we've got the false passport, you can safely rescue that undocumented person. Sieht aus wie neu, ne? Ich würde sagen, sieht aus wie neu. Was ist das? Aha. Hier gehe ich erstmal dahin. Es kann aber, glaube ich, an meinen Grafikeinstellungen liegen, dass das Wasser nicht platscht, wenn ich da durchfahre oder durchlaufe. Huch, huh. Sorry. Ja, weiter. Hui, ich hab's eilig. Hui, wow. Oh, ich liebe es. Ich liebe es einfach. Boah, damit lenken ist halt echt... Das Motorrad mag ich nicht so. Was? Warte. Geh doch mal weg da. Kann ich da rein? Oh, ein Punker! Ich will einen Punker. London muss erstmal renoviert werden, wenn Lara da fertig will ist. You fight for London? Yeah. Oh shit! You're dead sick, right? You gotta help me. Why don't you say what the problem is first? Ich nehme den Punk. Morgen in der Wild Schnieke hinterlässt London in Schutt und Asche. Perfect. Getting people away from the hands of Albion is one of our special powers. Ich glaube, ich werde einfach die nehmen, die am Ende am coolsten aussehen. What we need is a passport, yeah? Some top shelf Clankelly type of forgery. That'll do it. Okay. We'll help you solve this problem. Yeah, cheers, bruv. Do me a solid and I'll repay you sometime. Hm. Ja gut, aber ich wollte erstmal kurz diesen Fight da machen. Kann man da irgendwann eigentlich zu viele in der Recruiting-Liste drin haben? Nee, ne? Was? Oh Gott. Schlimme Erinnerung. Schlimme Erinnerung. Ja, what is it? Oh, den Laden gibt's hier wirklich. Aber eigentlich ist das ein Pub. Böse Erinnerung. Böse, böse, böse. Schön, aber böse. Warte mal, kann ich hier chinesische Klamotten kaufen? Warte mal. Was haben wir denn hier? Hm, okay. Hm. Was ist das denn? Hm. Ohrringe? Oh Gott. Nee, lass mal. Wie böse? Erzähl. Ich habe gelernt, als ich damals in London gewohnt habe und gearbeitet habe, dass es eine schlechte Idee ist, St. Patrick's Day mit einem Engländer, einem... Iren, einer Österreicherin und einer Italienerin zusammen zu feiern.
ist sehr feuchtfröhlich gewesen.